Hallo bei Euromil.com, ich möchte mit euch gebackene Lasagne-Röllchen zubereiten. Und wir brauchen dafür Lasagneblätter, Schinken, Käse, Frischkäse, verschiedene Kräuter wie Basilikum, Thymian, Petersilie, Zwiebelgrün, Knoblauch, Zwiebel, Paradeismark, Salz, Pfeffer und Öl zum Anbraten. Im ersten Schritt habe ich jetzt einmal Zwiebel angeschwitzt, lösche sie mit Paradeismark ab, würze mit Salz und Pfeffer und Knoblauch und lasse mal köcheln. Ich habe jetzt die Kräuter fein gehackt, Knoblauch gepresst, Salz und Pfeffer und vermische das mit unserem Frischkäse. Ich blanchiere meine Lasagneblätter in heißem Wasser, nehme sie heraus und lasse sie mal gut abtropfen, bevor ich sie fülle. Ich bestreiche jetzt meine Lasagneröllchen dünn mit dem Frischkäse. Dann belege ich sie mit Schinken. Und zuletzt kommt noch eine Lage Käse darauf. Ich sie ganz fest einrolle. Und einmal in der Mitte in die Hälfte schneide. Die vorbereitete Tomatensauce habe ich schon in eine feuerfeste Form gefüllt. Und da setze ich jetzt die Lasagne-Röllchen hinein. Die Röllchen werden jetzt im Backofen ca. 25 Minuten gebacken. Die Lasagne-Röllchen sind fertig gebacken und ich garniere sie noch mit Basilikum. Und dazu passt Salat ganz wunderbar. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com.